Jetzt zu Gast bei Crazy Clip TV, Captain K von KMFDM. Hallo Sascha. Moin, moin. Moin, moin, sagt man in Hamburg, ne? So sagt man das hier. Auch abends. Und apropos abends, was trinkst du denn abends so für Bier? Was ist denn dein Lieblingsbier? Ich trinke kein Bier. Ich trinke Gin und Wodka. Kein gutes Bier in Amerika? Ist das der abgewöhnt oder nie? Naja, ich bin nicht so der Biertrinker, muss ich sagen. Also Wein schon, aber klare Sachen sind mir am liebsten. Die klaren Sachen. Ja, ihr seid ja schon lange aktiv, seit Mitte der 80er. Verdammt lange her, oder? Naja, 27 Jahre hat sich's gerade irgendwie gejährt jetzt. Am 29. Februar 1984 ging es los. Boah, und wie waren die 80er für dich? Wie hast du die in Erinnerung? Na, ziemlich lau irgendwie, ne? So Anfang der 80er war irgendwie so eine Flaute und irgendwann habe ich gesagt, die Musik, die man so hört, gefällt mir nicht mehr, jetzt mache ich selber Musik und so fing das an. Dann habt ihr eine Band gegründet und keiner hat den Bandnamen damals verstanden? Ne, es war eigentlich keine Band. Am Anfang war es mehr so eine Art Projekt. Da gab es hier so einen Maler in Hamburg, der gehörte zu einer Gruppe, die sich Erste Hilfe nannte. Das waren so verschiedene Künstler im weitesten Sinne aus Köln und Berlin, glaube ich. Und die wurden eingeladen zu einer Eröffnung von einer Ausstellung in Paris. Damals war das so die jungen Wilden, hießen die, glaube ich. Und dann wurde ich angeheuert als Fahrer, weil die alle immer so viel getrunken haben. Und dann in Paris angekommen, war es so, ja, kannst du nicht ein bisschen Sound machen? Wir machen so eine Installation mit zu zementierten Glasportalen im Grand Palais da und zentnerweise Kartoffeln, die Freitreppe runterrollen lassen und halt totales Chaos. Und ich habe dann irgendwie ein paar Bassanlagen gemietet und Sound gemacht und das Ganze nannte ich dann kein Mitleid für die Mehrheit. Und dann sagte der eine Typ, also Udo Sturm, sagte, ja, kein Mitleid für die Mehrheit ist schon gut, das war so aus Zeitungsschnipseln, aus der Bild-Zeitung rausgerissen, so punkmäßig zusammengeschnitzelt und er meinte dann, das Mitleid und das Mehrheit muss vertauscht werden. Und dabei blieb es dann. Dann habe ich so verschiedene Installationen mitgemacht mit dieser Gruppe von Leuten und irgendwann einen Typ kennengelernt, der in der Gasstraße im zweiten Untergeschoss so ein kleines Studiobetrieb mit Mufti von Neubauten und Axel Dill von Abwärts. Und da haben wir dann angefangen aufzunehmen. Und dann irgendwann ein Jahr später habe ich noch so einen anderen Typen kennengelernt, einen Schlagzeuger, der aus Frankfurt irgendwie nach Hamburg zuzog. Und dann waren wir halt zu dritt und haben also so verrückteste Sachen aufgenommen und rumgeschnitzelt. Und naja, irgendwann traf ich dann einen Typen, der hatte hier in Hamburg eine kleine Plattenfirma und der meinte, das muss unbedingt irgendwie rausgebracht werden. Und dann haben wir 1000 Stück gedruckt, selber irgendwie noch eingetütet, morgens um 4 im Presswerk irgendwo draußen Uetersen oder so. Und ja, dann aus dem Kofferraum verkauft, ne, bei Michael Ruff, Rough Trade und so. Hier, willst du nicht mal 2 Scheiben kaufen? Und so, ja, so ging das irgendwie los. Ja, und dann habe ich so einen Trip nach London gemacht und habe da alle Plattenfirmen praktisch abgeklappert, immer Scheibe dagelassen, hier Daniel Miller von Mute und so. Und ein paar Wochen später kriegte ich einen Brief von jemandem in Liverpool. Und der meinte, er hätte im Abfallkorb von einem Plattenlabel hätte er unsere damalige Scheibe What Do You Know Deutschland gesehen und hat sich die mit nach Hause genommen und wollte die dann lizenzieren. Naja, und dann hatte er einen Typen, so ein Künstler irgendwie, der machte Illustrationen, der hieß Aidan Hughes und firmiert unter dem Pseudonym Brute. Der machte dann halt ein neues Cover für die Wiederveröffentlichung unserer ersten Scheibe und dann ging das Ganze irgendwie so ein bisschen los. Dann hat diese Firma in Liverpool, hat es dann an Waxtrax in Chicago lizenziert und bevor wir uns das versahen, waren dann praktisch irgendwie plötzlich so 10.000 Platten verkauft und dann wurden wir eingeladen, um für Ministry Vorprogramm zu machen. 1990 im Frühjahr war das und na, dann ging das alles so seinen Weg. Aber das klang nicht, also im ersten Moment klingt das jetzt nicht so, als wenn ihr einen großen Plan gehabt habt. Das ist eher so zufällig entstanden, ne? Das ist alles total zufällig gewesen. Also da hätte irgendwas anders passieren können und dann wäre alles völlig anders geworden, ja. Es war einfach so, ja, totales Glück, ne?
Und ihr seid dann ja in die Staaten ausgewandert, weil da wart ihr erfolgreicher oder was waren das für Gründe? Ja, ich meine, nach der Tour mit Ministry, wo wir, ich weiß nicht, wie viele Shows gemacht haben, 40, 50 Shows halt vor, jeden Tag ausverkauft, 2000, 2500 Leute und so, habe ich mal die Leute bei Wax Trax gefragt, so, wie sieht's denn aus? Verkauft ihr hier jetzt Scheiben durch die Tour? Ist da irgendwie was kommt da irgendwie Feedback zurück? Und die meinten, ja, wir haben richtig viele Scheiben verkauft. Und sag ich, ja, was heißt denn richtig viele? Ja, so insgesamt so vielleicht 80.000. Ah, dann dachte ich, ja, das hört sich doch besser an als irgendwie Anstreicher, Nebenjob und irgendwie in Hamburg irgendwie rumknapsen, bleibe ich doch erstmal gleich hier. Und ja, der Rest der Band, also der damaligen Zusammenstellung, Formation, wie auch immer, die waren sich nicht so schlüssig, ja, nach Amerika ziehen, nö, habe ich keinen Bock. Unser Trommler blieb auf jeden Fall erstmal schon hier. Und dann zwei von den anderen Mitstreitern sind dann langsam über die nächsten 2, 3 Jahre irgendwie auch nach USA bzw. Kanada ausgewandert. Und ja, dann ging es halt richtig ab. Ne? Wax Trax war in großen finanziellen Schwierigkeiten. Und ich habe denen dann netterweise irgendwie noch einen insgesamt 10-Plattenvertrag irgendwie gegeben, damit sie ihre Firma irgendwie ein bisschen praktisch aufmöbeln und verkaufen können. Das haben sie dann gemacht. Und dann landeten wir bei TVT Records. Die haben den gesamten Wax Trax-Katalog übernommen. Und die haben so richtig voll geklotzt. Also das war ein bisschen auch eine zweischneidige Sache, weil mit den Leuten bei TVT kam ich überhaupt nicht klar. Aber mit der Firmenphilosophie und mit dem Erfolg, den sie uns praktisch auch beschert haben, war ich natürlich total einverstanden und glücklich. Die haben also richtig geklotzt, ne? Nicht gekleckert, sondern richtig, also voll investiert, Marketingkampagnen gemacht. Ja, und dann, also dann ging es richtig ab. Ne? Ich habe die angerufen und habe gesagt, so, was machen wir jetzt? Die haben gesagt, ja, wir bringen jetzt die Single raus und so, wollten da ein paar Remixe machen lassen. Wen hättest du denn gerne? Habe ich gesagt, so, ja, Giorgio Moroder, alles klar. Ne? 3 Stunden später war ich am Telefon mit Giorgio und er so, ja, geil, Alter, hört sich gut an und so. Ja, man konnte, also es war praktisch, in dem Moment war es so wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Oder man war auf Tour und sagte, ey, wir brauchen mal kurz 211.000 Dollar, wir haben hier ein kleines Problem und so. Ja, alles klar, 2 Stunden später 211.000 Dollar auf dem Konto. Das ging richtig ab, ne? Das Ende der Beziehung mit TVT war dann sehr unschön, leider, weil die haben dann praktisch ihren gesamten Katalog irgendwie verspielt, kann man echt so sagen. Die haben sich dann auf irgendwelche blöden Rechtsstreitigkeiten mit irgendwelchen Hip-Hop-Labeln und so eingelassen. Und dann in 2006 oder 2007 musste ich meinen ganzen Backkatalog dann von irgendeiner riesen Versicherungsfirma zurückkaufen. Das war alles ein bisschen obskur, aber naja, ist jetzt vorbei. In den 90ern seid ihr also richtig durchgestartet. Aber nach Amerika ziehen war das nicht, also ich stelle mir vor, es ist ein Widerspruch, weil das Image von KMFDM ist ja mal Anarchie und nun ist das Land der Vereinigten Staaten natürlich extrem kapitalistisch. Naja, das ist irgendwie schwer zu sagen. Ich meine, aus meiner damaligen Sicht habe ich mich auch gefragt, was soll ich denn in Amerika und so. Ich meine, Amerika war für mich praktisch so die Eindrücke, die man bekommt, wenn man so Fernsehserien wie den Denver Clan oder Dallas irgendwie gesehen hat. Aber in Wirklichkeit ist es und war es auch irgendwie wesentlich anarchischer als hier. Also erstmal die Szene ist da total riesig, ne? Und also diese ganze Untergrundschiene, da läuft irgendwie 10-mal so knallig ab wie hier. Von daher, der Eindruck und das Klischee hat natürlich total getäuscht. So, Ende der 90er habt ihr euch ja mit KMFDM aufgelöst. Woran lag's? Verschiedene Gründe. Erstmal hatte sich so bandintern irgendwie ein bisschen ausgereizt, sag ich mal. Es waren irgendwie so Spannungen entstanden. Dadurch, dass ich als Erster auch da in den USA praktisch das Ruder in die Hand genommen habe, war ich eigentlich der einzige Ansprechpartner jetzt für die Plattenfirmen. Und denen war es immer scheißegal, wer jetzt irgendwie dabei ist. Ne? Je illustrer die Namen, desto mehr Platten konnten die praktisch damit verkaufen. Das heißt,
wenn jetzt zum Beispiel Oga von Skinny Puppy irgendwie auf einem Stück irgendwie Guest Vocals gemacht hat, dann war das für die Plattenfirma so sehr gut. Ne? Und ja, eigentlich hat es sich dann so rauskristallisiert, dass ich die ganze Zeit am Arbeiten war, immer daran damit beschäftigt war, praktisch den Kohlenachschub zu sichern, die Projekte anzustarten, das Booking für die Tour, für die Studiosachen, alles irgendwie zu machen. Und die anderen Kollegen in der Band haben praktisch immer nur die Hand aufgehalten. Und da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und es war einfach so, guck mal, wenn ihr hier die Kohle haben wollt, dann solltet ihr auch ein bisschen mehr dafür arbeiten. Und nicht jetzt so sagen, ja, ich komme überhaupt nur ins Studio, um ein bisschen Gitarre zu spielen, wenn da mindestens 40.000 Mäuse irgendwie für mich rausspringen. Ja, das, und dann habe ich halt irgendwann gesagt so, ja, das war's jetzt. Kein Bock mehr. Schluss mit lustig. Ja. Die haben sich ganz schön umgeguckt in dem Moment. Ja, und dann habe ich, zu der Zeit war das so, der Kollege Tim Scold war mehr oder weniger so in die Band eingebracht worden. Und mit dem kam ich eigentlich sehr gut klar. Wir hatten so, sahen irgendwie Aug zu Aug in puncto Arbeitsmoral, Arbeitsethik und Musikgeschmack natürlich auch. Und dann gab es noch ein Album, was irgendwie vertraglich zu machen war. Und da ich eigentlich nicht irgendwie so drauf bin, dass ich gern Zeit mit irgendwelchem Müll verschwende, habe ich gesagt, wir machen ein richtig knallig gutes Album, aber völlig anders, und dann heißt es Adios. Und das haben wir gemacht. Und dann wurde halt das Ende von KMFDM praktisch eingeläutet. Und Tim und ich haben dann den Namen KMFDM umgedreht und mit MDFMK bei Universal eine Platte rausgebracht. Und das war eigentlich sehr lustig, denn hatten wir also zum ersten Mal irgendwie so ein Major-Label hinter uns. Die haben auch richtig irgendwie investiert und volles Hörnchen irgendwie gepusht. Wir haben uns dann noch Lucia Cifarelli, die Sängerin von der Band Drill, irgendwie reingeholt. Und dann haben wir uns noch einen schönen 2,10 Meter großen Gitarre spielenden Roboter bauen lassen. Und dann waren wir zu viert auf Tour damit und hatten richtig viel Spaß. Das war sehr gut. Ja, und dann irgendwann kam dann die Diskussion mit Universal irgendwie, ja, machen wir jetzt eine neue Platte und so. Und die meinten, ja, also wir würden gerne eine neue Platte mit euch machen, aber das muss richtig kommerziell jetzt sein. Und da habe ich gesagt, nö, keine Lust. Dann so ein halbes Jahr irgendwie rumgesessen, überlegt, was jetzt? Und irgendjemand sagte dann, weiß ich gar nicht mehr, wer, irgendjemand, der mir auf jeden Fall wichtig war, sagte, mach doch KMFDM wieder. Und dann dachte ich, ja, das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Ich habe dann die ganzen Kollegen irgendwie mal angeschrieben und gesagt, was haltet ihr davon? Ich schlage vor, wir machen eine Neuauflage von KMFDM. Diesmal aber mit ganz klar verteilten Verantwortungen und Rollen auch, weil ich will nicht wieder in die Situation kommen, wo ich dann praktisch für euch hier den Dummbug irgendwie mache. Und ja, dann gab es einige, die haben gesagt, klar, wir machen mit, und andere haben gesagt, nö, danke. Und dann gab es halt die Neuinkarnation von KMFDM. Und ja, wie war das? Das 2001, glaube ich, kam dann das erste neue KMFDM-Album raus, Attack war das. Und für 2002 war dann eine große Tour geplant. Und in Ermangelung von gewissen alten Mitstreitern habe ich mich dann umgeguckt, und mein Kollege Raymond Watts, der auch on and off immer bei KMFDM hier und da dabei war, meinte ja, wir nehmen einfach meine Jungs von meiner Band. Ja, und dann hat sich so ergeben, dass wir halt seit 2002 praktisch diesen neuen Line-Up haben, der sehr gut funktioniert. Der hat so ein bisschen das Drehtür, sag ich mal, Syndrom, was es in den 90ern bei KMFDM gab, dass also dauernd irgendwelche Leute kamen und gingen, abgelöst. Und jetzt ist es ein fester Line-Up eigentlich.